Hallihallo, willkommen zu Dead by Daylight. Heute bin ich wieder als Überlebender unterwegs, diesmal als Meg Thomas. Denn ich habe eine Daily mit ihr. Ich soll 120 Sekunden vom Killer gejagt werden. Und da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal für mich selbst eine kleine Challenge draus. Und nehme mal keine Perks mit. Mal gucken, wie ich mich schlage. Ich habe jetzt auch nur ein Medikit dann mitgenommen, einfach damit ich mich auch zwischendrin mal heilen kann. Aber sonst spiele ich eine. Habe ich gerade was quietschen gehört? Ich weiß nicht. Spiele ich eine nackige Mac. Ja. Ich mache immer tote Mac. Ja, ich weiß, Gens sind wichtiger. Ist der Demogorgon. Ich war mir gerade bei der Musik nicht sicher, aber ja. Okay. Demogorgons werden ja sehr oft gerne mit Save the Best for Last gespielt, also das Beste kommt zum Schluss. Damit er sich schneller erholt von seinem Angriff. So, jetzt renne ich hier mal wieder total sinnlos durch die Gegend. Da oben ist ein Chen. Setze ich mich noch da dran. So. So. Bin mal gespannt, wie die Runde wird. Da hinten ist dann auch noch ein Totem. Das können wir dann auch noch gleich machen. Weil viele Killer haben halt No One dabei, also niemanden drin dem Tod. Beziehungsweise auf Englisch No One Escapes Death. Also schauen wir mal. Und es kann halt am Ende der Runde echt böse ins Auge gehen. Also ich muss sagen, die Obsession hält den echt gut hin. Naja. Arbeiten wir hier mal fleißig weiter. Hey, Mac. Ja. Ich hoffe, dass die andere, die auch gesund ist, auch einen Turn macht. Außer die ist. Ah, sehr gut. Da hinten. Okay. Müssen aufpassen, dass wir nicht alle Chance in einer Reihe machen. Ich mache jetzt den hier trotzdem fertig, weil ich habe die Befürchtung, dass er vielleicht auch Pop Goes the Weasel haben könnte. Okay, die wackelt mit den Armen. Das heißt normalerweise, dass der Killer campt. Oh, da leuchtet was. Also ich weiß nicht, ob er Ruin oder so dabei hat. Ich mach's mal weg. Okay. Wenn ich Pech habe, ist das jetzt der heimgesuchte Boden. Oder auch nicht. Okay, was war das? Also haben wir jetzt schon mal zwei Perks weggemacht, von denen wir nicht wissen, was es war. Das eine kann ich mir vorstellen, war Ruin. Und das andere vielleicht, aufgezehrte Hoffnung. So, ich mache jetzt mit der Laurie hier mal das Portal weg. Oh. Aber ich renne jetzt mal weg. Oh. Da war keine Palette mehr, ne? Schade. Also er hat sich jetzt nicht schneller erholt, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja, mal gucken. Da geht es nach da hinten, aber ich weiß nicht warum. Lauri rettet mich. Heilen. Call me the boys. Okay. Danke. Ja, ich glaube, der zwingt uns so ein bisschen dazu, die Chance da zu machen. Ich gehe jetzt der Lauri wieder nach zu dem Chen.
Oh, die ist aber, hä? Die ist gerade voll zurückgelegt. So, das Portal haben wir, glaube ich, weggemacht hier, ja. Okay. Die Obsession wird wieder gejagt. Also ich muss ja sagen, ich habe auch noch nie ohne Perks gespielt. Also ich hatte immer irgendwie Perks dabei. Also ganz ohne habe ich... Weiß ich nicht, habe ich mich irgendwie nie rangetraut. Aber jetzt dachte ich mir, mache ich doch mal eine neue Herausforderung, ne? Einfach damit es nicht immer so gleich und langweilig ist. Und ich weiß nicht, ob wie viele Sekunden der mich jetzt gejagt hat. Das war nicht so lange. Ich möchte eigentlich gerne noch Totems wegmachen. Es kann aber auch sein, dass... Okay, geh mal dahin. Da hinten macht jemand ein Portal weg. Was macht... Irgendwo hört man ihn, oder? Ich mache jetzt mit der Lauri hier weiter. Aber... Ich laufe jetzt einfach hier außen rum. Okay, der ist jetzt auf die Lauri, glaube ich, gegangen. Heil mich, Quentin! Na, hoffentlich kommt der jetzt nicht um die Ecke geschossen. Wo kam der denn jetzt raus? Da oben. Hä? Hat er uns nicht gesehen? Das war jetzt aber mehr als komisch. Ich gehe mal kurz da rein, weil da ist manchmal auch ein Totem da oben. Nein, diesmal nicht. Okay. Ah, der hat auch Dings dabei von Ghostface. Swilling Swaymore, glaube ich, hieß das. Auch da verstecken. Ich wusste nicht, dass du da drin bist. Ich wusste es echt nicht. Ich dachte gerade so, hä, warum geht die Mac nicht rein? Oh Mann. Ich mache jetzt das da oben weg. So. Oh. Was wird das jetzt für ein Spielchen? Nice. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo das andere Tor ist. Okay. War hier ein Tor? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ein Tor war. Es bringt doch jetzt nichts zu blocken, wenn kein Tor offen ist, Leute. Warte mal. Also ich weiß, da hinten war irgendwo eins, aber... Da. Da ist noch eins. Ich renne jetzt. Er hat auch keine Dings, kein Knowledge. Ah, das Tor ist offen, sehr gut. Lori rennt raus. Können wir da vielleicht noch helfen? Wo sind die?
Okay, keine Ahnung. Okay, Obsession wird wieder gejagt. Ich nehme jetzt mal noch mal ein paar Totempunkte mit. Ich weiß nicht, wo der andere ist, in ihrem anderen Tor. Ich weiß es nicht. So, weg. Ah. Oh je, oh je, oh je. Darf der noch mal? Komm, wir versuchen's. Jetzt blockt der da. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, ne? Das war verdammt knapp, du. Oh Mann. Ich wollte ja eigentlich für den Ash blocken, aber nicht, dass der mich jetzt blockt. Ah, okay. Was hatte der? Ah, aufgezählte Hoffnung, Überwachung, erst wenigstens Römer, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, und Ruin. Ja, mal gucken. Was wollte ich noch gucken, genau? Was? Ja, sogar ein Double Pip. Zweimal Schillern, zweimal Gold. Ich schreibe es hier noch GG. Ja. Ja, da würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. This match was just weird, but yeah, good game. Ja, war wirklich ein bisschen komisch, aber gut. Ne, also ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, da fehlen mir noch ein paar Sekunden. Ja, die mache ich dann vielleicht im nächsten Video. Mal gucken, wie ich dazu komme. Nee, also jetzt nochmal. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Dürft gerne Fragen, Kritik und Anregungen da lassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.